disgust on every street corner. The day. Alter. Es ist immer so krass. Okay, wir gehen mal hoch und pennen mal und überlegen uns jetzt sehr gut, wie wir die Punkte verteilen. Aber ich glaube, wir können sehr viel leveln. Vor allen Dingen den kleinen Scheiß, der wichtig ist. Wir leben. Kann mal jemand irgendwie mir Wasser geben für die Pflanze? It needs water. Kann ich eigentlich, warte mal, was ist denn hier? Kräftigende Blutprobe. Ah, ich kann auch mal was analysieren, habe ich auch Ewigkeit nicht gemacht. Was ist das? Ein Serum, ne? Regenerationsserum. Komm, wir stellen mal eins her. Wir stellen mal zwei her. Wir haben nämlich so viel davon. Okidoki. Und dann machen wir mal Folgendes. Obwohl, davon habe ich genug dabei, ne? Warte mal, haben wir denn genug dabei? Theoretisch? Serum, leichtes Blutserum, leichtes Regenerationsserum. Und ich könnte das dann wechseln, das kann ich auch im Kampf machen. Brauchen wir jetzt aber das Große nicht benutzen. Ich habe aber gar nicht so viele Fähigkeiten, ne? Das sollten wir vielleicht auch mal mehr machen. Was ist ultimativ? Rüste etwas in diesem Platz aus. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe mal gesehen in anderen Let's Plays, die waren glaube ich nicht so weit wie ich und die hatten so viele Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was mache ich denn falsch? Sauge ich keinen aus? Ist das mein Fehler? So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Oh, gegen Neuralgie können wir auch mal was machen. Okay, dann haben wir von jedem mal was. Dann haben wir davon auch... Da konnten wir auch noch irgendjemanden mitteilen, ne? Aber ich lasse das jetzt gerade mal. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel rumgelaufen. Hier Wasser haben wir hier nicht, ne? Nee. Mit Gin. Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz einmal durch. Und zwar würde ich ganz gerne nur für mich selber. Also hier werden alle geheilt. Und es geht allen soweit gut. Ich kenne auch alle. Hier kenne ich auch jeden. Der Einzige, dem es nicht gut geht, ist der. Aber an den komme ich mittlerweile ran. An den käme ich mittlerweile ran. Aber der wohnt so weit weg jetzt, ne? Okay, und hier kenne ich noch gar keinen. Ja, wir... Und der ist tot, ja. Und hier heilen sich aber auch alle, okay. Wir kommen, lass uns mal drauf ankommen mit der blinden Schrift, dass der das vielleicht noch überlebt. Der hat zwar nicht so viel Blutqualität, aber... Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn er stirbt. Wo waren der nochmal? Scheiße. Wieso eins von vier eigentlich? Wo waren der nochmal? War der weit weg? War der weit... Hä, warum habe ich da Ausrufezeichen? Neuer Dialog verfügbar. Und bei Lady Ashburn auch ein neuer Dialog. Oh, wir sollten vielleicht... Oh, und der war da oben. Oh, warte mal, bevor wir irgendwo hingehen... warte mal, Freunde, tut mir leid. Ihr werdet mich hassen jetzt, aber... Wie ich mich sträube zu leveln. Wie ich mich sträube zu leveln, weil wir einfach diese Nacht dann gucken müssen, was abgeht. Erstmal rede ich mit Lady Ashbury. Ich wusste nicht, dass die mit mir babbeln wollen. Na, wo seid's denn? Sind ich hier draußen? Doch. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by skulls. Really? What do you mean? Ich habe einen interessanten Skull kennengelernt. I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name. I've never heard of her. Das ist interessant. Die schien sehr bekannt zu sein, ne? According to old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury.
Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? Naja, wer ist der wahre Mörder? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans. Ja, dann könnte es mir schlecht gehen. Das haben wir schon gemerkt in der Kanalisation. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir gerade das mit der Mutter und der Brosche. Ist das wirklich vielleicht so eine Art Lockmittel? Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Richtig geholfen hat sie mir nicht, aber dann reden wir nochmal mit Dr. Spencer. Warte mal. Jo. Kann looten, geil. Moin. Das hatte ich übersehen anscheinend. So, reden wir mal mit Dr. Spencer. Oh, voll gegen jemand gelatscht. So, nicht schnell genug die Kurve gekriegt. Da, Doktor, ja. Wie sieht's denn aus hier? Jonathan, at last. I've been worried sick. Ach was. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. Tja, ich schon. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Dürften Lady Ashbury mehr darüber wissen? Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Das hilft mir nicht. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Ja, sowas in der Art, ne? I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Naja, ich bin jetzt nicht so begeistert, wenn sie jetzt hier wäre. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Ja, das stimmt. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Das ist toll. A pleasure as always, Edgar. Wenigstens einer, der sich freut darüber. Okidoki. Gut, dann hätten wir das auch getan. Ach Leute, ihr wisst es doch, oder? Ihr wisst doch, wie sehr es mir unter den Nägeln brennt und wie ich es mich selbst in den Hintern beißen würde, wenn ich jetzt leveln würde und schlafen würde und der Typ da draußen würde sterben und ich würde dieses Blindenschriftding niemals lesen können.
Wir haben aber wohl nur eins von den vier Sachen gefunden, soweit ich das sehe. Und solange hier draußen vielleicht noch nicht alle respawned sind und wir uns nicht durch eine Horde von Brivenleibwächtern kämpfen müssen oder welchen, die zu einfach sind. Ah, zu einfach sollte ich nicht sagen. Ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, nochmal zurückzugehen? Erstens könnten wir da noch ein paar XP sammeln, bevor wir schlafen. Und zweitens... Hoppala. Nein, wollte ich nicht. Und zweitens, also wir können durch die Kämpfe nochmal ein bisschen XP sammeln und vielleicht können wir durch die Blindenschrift ja wirklich nochmal was erlernen, was uns wichtig ist, wie Schlösser knacken und so, und können das dann nachher leveln mit den Punkten. Wovon ich einfach mal jetzt ausgehe und hoffe, dass es so ist. Wow! Ich habe den anderen nicht gesehen. Nein, 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 ihr seid jetzt aber ein bisschen scheiße zu mir. Au! Wird ja gerade um Gott geschrien. Ja, 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 ich bin nicht weit genug weg. So. Jetzt schon. Komm schon, Drecksack. Au! Ja, toll. Arsch. So. Ja, du da unten willst auch noch aufs Maul. Kannst du gerne hier haben. Kannst du gerne haben. So, okay, jetzt haben wir nicht so viel Blut, aber immerhin. Sudele. Hier liegt noch eine Leiche. War die schon immer hier? So, eher noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Warte mal, war das Tor schon immer zu? Jetzt müssen wir hier aber eh rechts rum, ne? Ja, da vorne lief irgendwas. Ah, nee, das sind hier. Okay, das sind noch die Guten. Okay. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob die auch irgendwas zu sagen haben. Nee, die haben auch nichts Neues. Okay, hätte ja mal sein können. Der eine predigt da immer noch, dieser scheiß Priester, der irgendwie die Leichen verbrannt hatte, dieser Arsch-Typi. Okay. Wir haben es ja gleich, Freunde. Ist alles gut. Wir sind gleich da. Ich kann mich hier nicht porten, Entschuldigung. Ich muss es schnell machen. Oh, guck mal, die sind noch süße 14. das klang falsch in vielen Momenten. Muss man wieder ein bisschen Blut zapfen. So. Und das haben wir. Bin ich mal gespannt, was der zu sagen hat. Muss ich ja ganz auch ehrlich sagen, dass ich mich schon... Also ich bin auf so vieles gespannt. Auf die Blutspur, auf alles einfach. Auf alles. Sind hier wieder Hunderttausende? Nee, nur einer. Nee, zwei. Oh, der ist mir ausgewichen. Arschloch. Der weicht mir als aus. Immer diese Typen, die einem nur ausweichen. Ah. Nein, ich kann mich nicht porten, weil ich keine Ausdauer hatte. Aber ist nicht schlimm. Jetzt kommen hier wieder 100.000. Ah, jetzt muss wieder doch lustig werden. Aber ich muss ja da hoch. Ah, guck mal, stell dir das mal vor. Mit Skulls, die einfach 20 Level über dir sind. Aha. Ich hab den einen angezapft. So, zwei auf einen Streich. Okay. Ich muss jetzt hier wieder so ein bisschen Ausdauer holen, sonst springen die mich wieder an. Ah, weil er den anderen anvisiert hat. Doof. Okidoki. Hoppala, kam nicht durch.
Warte, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, die sind zum Glück nicht schwierig. Sagte er und wurde angesprungen. Leute? Oder stirbte? Starb fast? So, stirbte, genau. Ja, wenn die einen Eimer haben, ne? Wenn die einmal so einen am Wickel haben, dann geben die nicht Ruhe. So. Jetzt ist aber Schluss. Mit lustig. Ja, komm. Lassen wir so. Hallo, guten Tag. Bin ja jetzt in der Stufe 3. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say. Und wenn er auf Stufe 3 ist, dann wird er wahrscheinlich auch was können, hoffe ich mal. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Wandering in this part of town at night, you're either. Das ist ja nett. Mason Swanbrick's House. So, da er blind ist. Erstmal ausräumen. Vampire weinen sich an unserer Seele. Nein, hey, warum hat er einen Flyer? Kann doch gar nicht lesen, ne? Vampire trinken unser Blut, doch sie weinen sich an unseren Seelen. Können wir glauben, dass Menschen, die von diesen verkommenen Kreaturen mit ihren faulen Mäuern gebissen wurden, in den Himmel kommen? Nein. Ihre Leiber wurden geschändet und ihre Seelen verdorben. Zusammen mit den Heerscharen an blutsaugenden Dämonen ist ihr Platz in der Hölle. Vampire weinen sich an unseren Seelen. Clarence Crossley. Melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Das ist ja nett. So. Sein Bett ist aber nicht gemacht. Oh nein, wir wollen aber jetzt keine Politikgespräche machen, oder? Au. Hat er hier sonst nichts? Doch. Natürlich hat er was. It's locked. Vor allem hat er einen verschlossenen Schrank. Sehr mysteriös. Und ein Brief von Loretta. Mein lieber Bruder, es ist der Entschuldigungsbrief, den du niemals lesen wirst, weil du meinetwegen dein Augenlicht verloren hast. Ich weiß, dass du mich für das hast, was ich getan habe, auch wenn du es nie aussprichst. Wir Swanburys hüllen uns lieber in Schweigen, nicht wahr? Deshalb nehme ich all meinen Mut zusammen, um mein Gewissen zu entlasten. Ich schreibe dir diesen Brief und hinterlasse ihn dir in deinem Labor. Solltest du ihn jemals finden und mich danach fragen, lese ich ihn dir vor. Sollte ihn jemand anderes lesen? Nun, wie ich oben schrieb, habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Also, Mason, es tut mir leid. Mir tut leid, was ich getan habe und in welche schreckliche Lage es dich gebracht hat. Es tut mir leid, dass du nun ein blinder Mann bist, der seinem nutzlosen Leben Sinn zu geben versucht. Wenn ich nur eine einzige Sache in meinem elenden Leben ändern könnte, würde ich ungeschehen machen, was vor einem Jahr passiert ist. Ich schwöre es, Mason. Könnte ich dir meine Augen geben, damit du wieder sehen könntest, würde ich es tun. So läuft das eben nicht, richtig? Deshalb verzeih mir bitte, mein Bruder. Loretta. Es ist die... Stimmt, die ist das, richtig. Loretta gibt sich noch immer die Schuld für Masons Unfall. Das ist die, die hier das Dings verkauft. So. Und trotzdem ist er nicht gesund.